Grüß Gott, wieder zurück, nachdem ja eine Lady die heißt Bichou kennengelernt haben, müssen wir also zurück. Es wurde schon dunkel. Annette hätte bestimmt längst Feierabend gemacht. Es war Zeit, Vera Security einen Besuch abzustatten. Müssen wir also zurück nach Vera Security. Allerdings ist es schon finster. Und wahrscheinlich werden wir hier... Die leere Einkaufspassage wurde von hellem Mondschein erleuchtet. Die perfekte Atmosphäre für ein wenig Detektivarbeit. Ich musste mich im Hinterzimmer umsehen und dazu musste ich da rein. Tja, wie kommen wir da jetzt wieder hier in Vera Security hinein? Naja, was haben wir da jetzt alles? Da haben wir zum Beispiel... eine Kiste. Ja. Dann haben wir hier eine Klimaanlage. Was haben wir hier noch? Gehen wir ein bisschen weiter. Also diese, das ist ein Rohr. Das führt zu einer Klimaanlage. Wenn man hier sieht. Naja, jetzt stehen wir natürlich vor einem Rätsel. Ja, wie kommen wir da jetzt unbemerkt hinein? Das heißt also, man müsste einmal den Rollcontainer hier verschieben. Ja. Ein bisschen nach hinten. So, das heißt, dass man so ein bisschen unterhalb von dieser Laterne ist. Ja. Das heißt, da muss irgendwo dann ein Träger sein. Eine Lampe. Das einzig Blöde, was bei dem Spiel ist, dass man nicht die Space-Tasten verwenden darf oder kann. Der Träger ist übrigens da. Und da muss man jetzt drauf. Ja, geht automatisch hinüber. Jetzt haben wir auf der anderen Seite. Das heißt, ja, jetzt werden wir diese Klimaanlage natürlich öffnen. Ich öffnete den Deckel. Da drin war eine Klimaanlage und Bingo, die Steuerung für das Rolltor. So, jetzt müssten wir einmal schauen, das ist der Torantrieb. Das war der Motor, der das Rolltor antrieb. Das ist der Hauptschalter. Das war die Steuerung für das Rolltor. Das ist die Stromquelle. Das ist der Lüfter. Ne? Jetzt drehen wir mal den Hauptschalter ab. Das heißt, das ist die Klimaanlage mal abgeschaltet. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt musst du das Kabel unten links. Das Kabel verband den Torantrieb mit der Torsteuerung. Kappen, das heißt. Kappen. Ja, man hat ja eigentlich eh noch einen Nagelzicker. Ja, das heißt, dieses Kabel. Das ist die Torantrieb. Ja, zum Hauptschalter und zur Stromquelle. Dann musst du das Kabel oben, dieses Kabel, auch hier drinnen. Ja. Das, was eben zwischen Lüfter und Stromquelle ist, musst du auch trennen. Dann verbindest du die Rollsteuerung. Das ist. Das war der. Der ist da, die Torantrieb. Ja. Mit der Hauptversicherung.
Du brauchst ein Kabel, dieses Kabel. Ja, du verbindest das Torantrieb mit der Stromquelle. Wenn du jetzt alles richtig gemacht hast, müsste sich jetzt die Rollade öffnen. Ja. Also du hast dieses soll da geöffnet. Ja. Und man hat dann auch da gesehen, bei Steam hat sich da sehr übrigens die Steam-Version eine neue Errungenschaft auch geöffnet. Das heißt, du freien Zutritt. Zunächst einmal, man sieht ja gleich, dass die Schublade hier ganz interessant ist. Also öffnest du das. In der Schublade lag ein einzelnes Wattestäbchen. Wenn man sie das herausnehmen. War wohl mein Glückstag. Es war nicht mal benutzt. Ein Wattestäbel. Unglaublich. Und nun gehen wir dahinter und hoffen, dass der nicht da hinten ist. Im Zimmer war es stockfinster. Ich konnte nichts sehen. Das ist finster. Also wenden wir ein Streichholz an. Indem du darauf, also Ich konnte das kleine Krabbelviech darin herumrascheln hören. das heißt, du wendest ein Streichholz einmal an und kannst hier einen Schalter in der kurzen Frequenz eigentlich erkennen. In der Ecke des Raumes stand der Roller eines Pizzaboten. Genauso einer wie der, auf dem der Mörder geflohen war. Also das ist ein Pizzaroller. Das war der Roller eines Pizzaboten. Was haben wir hier noch? Ein Lüftungsschacht wäre hier. Unordnung, Karton. Wir müssten eigentlich hier nur das Wattestäbchen auf der Ölpfütze Ich eigentlich schmierte anwenden. etwas von dem Öl auf das Wattestäbchen. Dann schauen wir uns noch den Reißwolf an. Ja, schaut ein bisschen unordentlich aus. Ja, das heißt. Im Reißwolf hatte sich ein Brief festgefressen. Das heißt also, wir werden da hier den Deckel mal weg. Da hat man dann hier so Zahnräder. Die werden wir schmieren. Und zwar mit der Wattestäbe mit Ich Öl. ölte die Zahnräder. Ja. Und jetzt werden wir ihn einschalten. Zeit nachzusehen, was in dem Brief stand. Und voilà, wir haben hier ein kleines Rätsel. Um die Stücke neu anzuhören, nimm eines davon in die Hand, benutze es, dann kannst du das Stück an eine Stelle verschieben. Bewege das Stück einfach an eine neue Position und benutze es, um es dort abzulegen. Weiter. Na jo, jetzt müssen wir hier also diesen geschredderten Brief machen. Das werden wir auch Ich schnappte mir die Büroklammer. tun. Ja, muss ich schauen.
schauen, mal, ob das jetzt nichts geht. Aha, so geht das. Kurz anklicken und halten. Das schieben wir mal auf Zeiten. Kurz anklicken und halten. Das heißt, das da könnte ganz oben sein. Ist auch ganz wahrscheinlich ganz oben. Dann das wird da sein. Ja. So, das könnte. Ja, ganz zusammenbauen solltest du nicht, doch. Ja, da in der Mitte sein. Man kann natürlich anfangen, wie man will, das ist klar. Das ist. Jetzt eine Geschmackssache. Das kann allerdings nicht ganz zusammenpassen da. Das kann da nicht ganz zusammenpassen. Und das da könnte schon besser passen. Alles. Ah, das da. Das könnte da herkommen. Ja, das sind jetzt die kleinen Spiel Zwischendurchspiele. Das ist natürlich da. Okay. Das muss er. Kann man da ein bisschen herhalten da. Das da. Das ist. Nein, das passt aber nicht. Warte mal, Ausstellung. Das heißt Ausstellung da. Ausstellung, ja. Oh. Das Aufmerksamkeit, ja, möglich. Gekehrt, ja. Da, ja. Ja, das ist die. Ja, das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Na, warte ein bisschen. Das ist das da wahrscheinlich. Das ist ein bisschen. Ah, das ist eine Unterschrift. Das ist jetzt. Das ist jetzt da. Warte mal. Das ist der Name. Warte ein bisschen, das tun wir da. Das ist das da. Das ist das da. Das ist das da, ja, das ist der Name. Ja. Ja, das sehen wir mal da her. Das ist das sehr geehrte, ja. Das tun wir da her. Das 6. März, ja, das passt eh. Ja, das ist. Gehört ein bisschen da rum. Das ist da. Ja. Das ist. Das da. Das ist hiermit. Bestätigen, ja. Das ist das sicher, ja. Das ist nicht da. Das ist das Dupas. Das ist das Sitz, ja. Angelegenheit, ja.
ist. Ja, da muss man sich jetzt ein bisschen spielen. Vielen Dank. Der ist doch kein da. Dumme. Der Ausstellung. Das ist der erste. Okay, oder? Und geplant. Kommt der ist ja gar nicht nach da her, gell? Das geht daher. Das ist daher. Daher. Das ist daher. Besser dienen, ja. Die Aufmerksamkeit, ja. Ja! Dumme. Das hat mir jetzt da. Irgendwie habe ich mich da jetzt ein bisschen verdauert. Aha. Die Öffnung der Ausstellung. Was kann das dann nicht da hören? Oh. Es war ein Brief von Henri, der bestätigte, dass Vera Security den Vertrag für die Ausstellung bekam. Und es stand darin, wer bei Vera das Sagen hatte. Ein Typ namens Medowski. Auf den ersten Blick schien das alles ganz normal. Aber wieso dankte Henri diesem Medowski für seine Großzügigkeit? Und wieso war er erfreut, ihn zu repräsentieren? Vielleicht war Medowski der Eigentümer, den wir gesucht hatten. Das ergab keinen Sinn. Ich spürte deutlich, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Ja, zu den rechten Dingen geht schon lange nicht mehr zu. Also, das ist ein Schreiben von Roman Medowski von Vera Security. Da sieht sie es in Paris. Ja. Und das ist halt vom Henri Dubez halt unterschrieben. Eben für die Sicherheitsmaßnahmen für die Bevorausstellung in Laser Blue. Und das ist halt hier, wie er schon gesagt hat, eine Bestätigung. Aber der Besitzer wird anonym bleiben. Über das lamentiert sich ja. Gut. Okay. In dem Brief stand, ein Typ namens Medowski sei Eigentümer von Vera Security. Okay, das haben wir gemacht. Dann schauen wir sich noch den Lüftungsschacht an. Der Lüftungsschacht hatte an der Seite einen kleinen Riegel. Durch das Gitter sah ich etwas Glänzendes. Aber es war zu dunkel, um genaueres zu sehen. Der Lüftungsschacht hatte an der Seite einen kleinen Riegel. Also werden wir die Büroklammer mal probieren. Die Büroklammer war dafür perfekt. Da war definitiv etwas drin. Na, schauen wir mal. Also, was bist du denn? Erwischt. Na, da sieh einer an. Es war eine Pistole. Höchstwahrscheinlich die, mit der Henri erschossen worden war. Ah? Wen haben wir denn da? L'Américain Monsieur Stoppard. Sie werden den Tag verfluchen, an dem Sie mir über den Weg liefen. Denn jetzt zappeln Sie in meinem Netz wie eine Sardine. Inspektor, ich untersuche nur den Raubmord. Oh nein, Monsieur. Sie brechen vielmehr in einen unschuldigen Lagerraum ein. Ich habe die Mordwaffe gefunden. Gefunden? Nein.
Versteck? Ja. Mue, verhaften Sie diesen Mann und bringen Sie ihn aufs Revier. Ich werde Sie ausquetschen, Monsieur Stobart, wie eine Zitronenpresse. Danke, Ronny. Ich wünschte nur, ich hätte ein paar bessere Aufnahmen vom Mörder. Spinnst du? Diese Schnappschüsse aus der Hüfte, absolut dramatisch. Hast du gut gemacht, Nico. Und wie geht's weiter? Bring mir ein Interview mit dem Besitzer und du kriegst die Titelseite der Sonntagsausgabe. Bin schon dran. Halt mich auf dem Laufenden und gib Bescheid, bevor du was runterschreibst, okay? Geht klar. Ich muss auflegen, da ist wer an der Tür. Monsieur? Sind Sie Nicole Collard? Ja. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss mich mal setzen. Sie sollten lieber reinkommen. Naja. Jetzt spielen wir mit der Nicole weiter. Aber da spielen wir das nächste Mal weiter.